Guten Abend, meine Damen und Herren zur aktuellen Kamera. Wir unterbrechen das Programm aufgrund einer wichtigen Sofortmeldung. Der komplette Bananenvorrat unseres sozialistischen Vaterlands wurde entwendet. Der Täter befindet sich mit einem hellblauen Klapprad auf der Flucht. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Staatssicherheit oder volkspolizeiliche Dienststelle. Soeben erreichen uns weitere Aufnahmen. Der Täter verschaffte sich unbefugten Zutritt zu einem Flugplatz der Nationalen Volksarmee, welcher sich im Osten der Republik befindet. Auf dem Weg dorthin durchbrach er mehrere Straßensperren und widersetzte sich dem Zugriff durch eine Militärpatrouille. Der Flüchtige entwendet ein volkseigenes Luftfahrzeug und floh mit diesem in Richtung Dresden. Gerüchten zufolge handelt es sich um einen Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Bislang führt der Kriminelle nicht bei der Staatssicherheit auf. Momentan kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob er bewaffnet ist oder nicht. Somit ist höchste Vorsicht geboten. Sollten Hinweise oder Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort haben, sind Sie angehalten, diesen schnellstmöglich der örtlichen Staatssicherheit oder volkspolizeilicher Dienststelle zu übermitteln. Außerdem können Sie Bilder oder Hinweise auf unserer Facebook-Seite posten. Diese finden Sie unter facebook.com/stasiaktuell oder schreiben Sie direkt eine E-Mail an info@stasiaktuell.ddr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freundschaft.